So, damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part hier bei Assassin's Creed 2 mit mir im Kegel. Und die letzten Gemälde habe ich gefunden. Ich musste nochmal in die Toskana zurück, da hatte ich mich vergessen, die zu kaufen. Ja, und jetzt befinde ich mich hier in der Monteriggioni Villa vor dem Assassinengrab. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was uns hier... Was ist mit den Frames los? What the fuck? Nur 25. Wunderbar. So. Ich möchte gerne mal wissen, was hier zu tun ist. Ich hoffe nichts Schlimmes. Die Familiengruft der Auditore erkunden. Okay, Respekt bekunden. Die Grabkammer der Vorfahren erfahren. Erreichen, erfahren, umfahren. Mhm, alles klar. Was haben wir hier? Venedig 1296. Ich wuchs in einem kleinen Haus an der Lagune von Venedig auf. In Sichtweite der schaumgekrönten Wellen des Meeres. Als ich gerade alt genug war, um zu laufen, wurde ich Seemann. Zuerst als Schiffsjunge, dann als Lastenträger für den Patronen meines Vaters, Messer Marco Polo. Es war ein gutes Leben. Okay. Was haben wir hier? Ah, lass mich raten, so kommen wir bestimmt nicht durch die Tür, oder? Das habe ich mir gedacht. Also das habe ich mir gedacht. Ja, okay. So, was wolltest du hier gerade von mir? Und in die gewünschte Richtung abzuspringen. Oh Gott. Geht das nicht auch hier an der Wand? Ja, nice! Oh. Das war ich aber nicht. Die lagen hier schon. Ich wollte es nur gesagt haben. So, was haben wir hier? An Land. Eines Tages, als ich an Land war und in einem Hafen arbeitete, Arbeit suchte, verliebte ich mich. Ich war gerade 20, aber als ich in ihre Augen sah, spiegelte sich darin die ganze Welt. Heller und klarer als die Sonne. Danach fuhr ich zwar immer noch zur See, aber mein Herz blieb an Land bei diesem Mädchen. Als das ich geheiratet hatte und unseren kleinen Sohn. Mhm. Okay. Oh Gott, mir schwand Böses. Geburtsrecht. Im Sommer desselben Jahres rief mich Messer Polo in sein Arbeitszimmer. Mein Vater war schon dort und auch ein älterer Mann in einem seltsamen Kapuzenmantel, der uns beobachtete. In diesem Moment, der mein ganzes Leben veränderte, teilte mein Vater mir mit, dass er ein Assassine sei. Er nahm seinen Ring ab, zeigte mir ein merkwürdiges Mal an seinem Finger und erklärte mir, dass unsere Familie einem alten Orden entstammte, der die Menschheit beschützt. Er machte eine Pause und als ich nichts sagte, trat Messer Polo vor. Er sagte mir, dass der Fremde mit der Kapuze mich unterrichten würde und dass ich ihn im Gegenzug über das Mittelmeer nach Spanien bringen sollte. So begann meine Ausbildung bei Dante Alighieri. Und nee, Alighieri. Gott. Die jeden Funken an Glück aus meinem Leben vertrieben würde. Aha. Na? Das läuft doch jetzt hier bestimmt auf Zeit. Oder? Nicht verarschen? Oh Gott. Lauf! Oh, Gott sei Dank! Oh, Jesus! Der Friede sei mit mir und dir auch, ne? Also allen. Hätte ich glaube ich nicht starten sollen. Ein Mentor, Messer Alighieri,
besuchte mich regelmäßig bei den Vorbereitungen der Reise. Zunächst ging es bei unseren Treffen um den Einkauf von Vorräten, aber bald ging es schon um Größeres, um das Leben der Liebe, Ehre und Gerechtigkeit. Er brachte mir bei, dass die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, ihre Mitglieder zu kontrollieren und uns vom Denken, vom Erkennen abzuhalten. Bald durchschaute ich all die Regeln und Illusionen. Ich verstand, dass die Menschheit von ihren Herrschern missbraucht wurde und dass wir, das Volk, Freiheit verdienten. Und dann zeigte Dante mir Seiten aus einem Buch, das Messer Polo aus dem Palast des großen Genghis Khan mitgebracht hatte. Das Manuskript der Kodex handelte von unserem Orden, den Assassinen. Oh Gott. Alter! Das war knapp! Was zum Teufel? Also das war richtig knapp. So, und jetzt? Ja, schön. Ja, wunderbar. Gut, jetzt können wir gleich mal neu starten. Perfekt. Hallo? Hallo? Wieso macht er denn da keinen Doppelsprung? Also diesen Wandsprung hätte ich da gerne. Hallo! Oh Gott! Das kann, glaube ich, länger dauern hier. Hallo? Ist das eine Macke? Der macht nicht das, was ich ihm auftrage. Ah, jetzt. Ja, schön. Wunderbar. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Weil er da nicht runterspringt, der Spacken. Ich war auch falsch. Nee, komm, das lassen wir. Das bringt nichts. So, einmal als kleine Info. Ich hatte jetzt gerade schon mal so knapp 10 Minuten versucht, das Assassinengrab hier in Monteriggioni zu machen. Das werde ich nicht weitermachen. Und zwar, es ist Gott sei Dank, es gehört auch nicht zu 100% damit zu. Da es jetzt derbe Probleme gab, an einer bestimmten Stelle hinzuspringen, da wo er gar nicht hinspringen wollte oder wie oder was oder wo. Und das hat mich ein bisschen auf die Palme gebracht. Ich werde jetzt, die 10 Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe, werde ich an diese Folge eventuell noch mit dranhängen, dass man halt so ein bisschen von der Grabkammer-Story ein bisschen mitbekommt. Aber den Bereich, den es jetzt, den es abzulaufen ging, wo man auch sehr wenig Zeit hatte, ich sehe es nicht ein. Das mache ich nicht. So, und jetzt haben wir hier in dem Bereich ja noch zwei optionale Ziele. Wieso ist denn hier... Hä? Was? Wieso ist denn hier eine Sondererinnerung? Willst du mich verarschen? Reparierte Erinnerung. Na, dann, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier die reparierte Erinnerung an. Ich habe den Timer übrigens wieder auf 30 Minuten gestellt. Also wenn das jetzt, wenn die Folge Überlänge hat, dann hat soweit alles funktioniert. Und ich habe die 10 Minuten von dem Fail gerade hinten dran gehängt. Ah ja, seht, wer da ist. Prost! Madonna.
Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, So, Katharina und Machiavelli nach Forli bringen. Okay. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Sehr freundlich. Schau. Oh nein. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Was ist am Happenen hier? Aspetta. Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Zum Stadttor von Forli laufen. Alles klar. Ich sehe ihn, da! So, komm, geh du mal sterben, du kleiner Schlawutzki. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Na, wie in der Bar. Huch. Entschuldigung. So. Alter! Wir haben einen Angriff zu verteidigen hier. So. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene. Ich bin sofort zurück. Hey! Ihr! Okay. Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abziehen? So, also hier soll jetzt... Soll jetzt... Hä? Hier soll ein Eingang sein? Ich lasse sie da mal kämpfen, ne? Also das... Ach, meinst du vielleicht den hier? Meinst du den Eingang? Oh, sieht gut aus. Ja. Das Tor öffnen. So, komm, ich mache hier mal eben mit, ne? Ein bisschen aufräumen muss ja auch mal sein. So, ich laufe mal weiter. Tschüssi! So. Komm, das wäre aufgespießt hier. Wunderbar, freut mich. Oh, Entschuldigung. Mein Messer ist ausgerutscht. Mein Messer. Er sieht
So. Na. Ezio, du müsstest dich mal ein bisschen, schön, dass du dich jetzt mal wieder bewegen kannst, ne? Gut, ich sag nichts. So, perfekt. Oh, ich muss hier hoch. Richtiger Gott, wo hat man euch denn gefunden? Bei den Nonnen? In der Klosterschule? Ich bin sicher, ich habe ein Elixier aus Blei und keine elenderen Feiglinge gesehen als euch. So, ich bin am... Also gleich, ne? Also ich bin fast, also fast am Ziel. Ja. Wunderbar, Ezio. So. Zack. So, machen wir mal die Butze auf hier, ne? Ezio, ihr habt es geschafft. Mir nach. Naja, darf ich erstmal hier runterkommen? Huch. Sicher in den Rockerrier Verdino Zitadelle gelangen und gleichzeitig Katharina und Michael. Oh Gott. Okay. Pack ihn! Na. So was machen wir aber nicht, ne? Ey! Hast du mich hier verarschen? Kleiner Pisser, du! So. So, Leute, weiter! So, achso, ich sollte vielleicht mal vorgehen. Super gemacht! Hey! Misch dich da mal nicht ein, du Spinner! So. Lauf weiter! Okay. So, komm, wir sterben, du Spinner. Hey! Was tun wir denn alle? Ich hab einfach von hinten zu pömpeln. So. Ja, mit der Energie sind sie ja noch so im grünen Bereich, kann man sagen. Preise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Huch! So. Perfekt. Ja. Wunderbar. Musst du mich jetzt hier gerade stören, du kleiner Schlawutzki? Muss doch nicht sein, oder? Oh, los! Ich greife übrigens meistens die Falschen an, wie ich das gerade sehe.
So. Was ist hier passiert? Wer war das? Ich will antworten. Antworten geben wir später. Ja, komm, schmeiß mich an die Seite, wunderbar. Also Nicolò. Halt, der Falsche. So, perfekt. So. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Presto! Ein Hinterhalt! Och, nicht doch. Ich sehe nix! So. Meine Güte! Ezio, Nicolò, hier rein! Alles klar, wir sind auf Weg. Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Okay. Stellung halten? Ja, vor allem Angreifern, wenn ich das hinkriege. So, was wird denn das hier? So, na? Pech gehabt! Er kann uns nicht weglaufen! Was wird denn das hier? Ja, gehst du da mal? Hallo, geh da hoch, du Spacken! Mann! Schwing einmal schön von der Mauer ab, wunderbar, perfekt! Was hast denn du jetzt markiert? Hä? Was zum Teufel? So. Hast du es jetzt mal? So, sehr schön. Zehn Angriffe verbleiben. Nur, das geht ja noch. Dort ist er! Packt ihn! Schneller! Verdammt, da ist er! Packt ihn! Schlag du! Da! Macht ihm den Gar aus! So. Perfekt. So. Zwei Angreifer noch? Ne, das war's. Ha! Nice! Stellung halten, synchronisiert. So, jetzt wahrscheinlich noch die Kiddies finden. So wie ich mein Glück kenne, ne? Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist!
Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico und Keiko, zu euren Diensten. Oh Gott. Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich hab alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt! Du hast eine Stunde! Das war eine gute Reaktion, sag ich ganz ehrlich. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Alter. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. So, der Pate. Katharinas Kinder retten. Das kriegen wir auch noch hin. Was, 10 Minuten? Warte, muss ich ja mal... Ja, mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Hallo! Meine Fresse! An den Außenbereich auch noch. Na, das kann ja was werden. Hey, Laju! Da ist er! Auf ihn! So, Schnauze, ich hab zu tun. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man dann irgendwie eine, also einen bestimmten Weg jetzt gehen muss. Ich gehe jetzt einfach in die Richtung, wo ich jetzt denke, dass es richtig ist. Und ich hoffe mal, dass es so richtig ist. Durch den letzten Feldzug und die darauf folgende Pest biete das Heer der Republik allen neuen Rekruten einen Bonus von 3 extra Quadrini pro Jahr. Ah, guck mal. Hier vorne können wir schnell hoch. So, Schnauze. Bin doch schon weg, was willst du denn? Also, weißt du. Oh, los. So. Ich töte alle da. Ich will es zu halten? Nein. Das wird nicht reichen. Meine Mutter. Ich sehe nichts. Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen. Aber das trügt. Frag doch Papa. So. Ich höre zwar das Kind, ich weiß aber nicht, wo es ist. Hä? Was? Ja, gut. Das ist wirklich Quatsch. Das werdet ihr nie überleben. In ein... Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Okay. Alles klar. Oh, ja, ich brauch die Karte. Hier keinen Steckbrief, ne? Okay, auf die Straße hier vorne. Was kann dieser Mann? Das könnte unser Mann sein. Nein, bin ich nicht.
zum Leuchtturm. 7 Minuten haben wir noch. Oh Gott, da müssen wir jetzt hoch, oder was? Los, weiter. Ja, komm, Sperrgebiet, ich weiß. Die laufen ja aber auch überall rum, ne? Katharina, zeig dich! Den Apfel und die Karte oder dein Kind ist ein Krüppel. Wie freundlich. Ich kenne ihn, ich bin mir sicher. Ich muss mal. So, komm, geh du sterben. So, wunderbar, du bist auf ich. So, jetzt klettere da mal bitte hoch, wunderbar. So. Sehr schön. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Mhm. Requiescat in pace. So. Grazie, Messere. Sehr schön. Der Pate ist synchronisiert. So, wie... Ah, wir sind wieder inkognito. So, Alter, hier kommt noch eine Mission. Alter. Ich wollte eigentlich langsam mal wieder zur Villa zurück. Ja, dann... Warte mal, 5 Minuten haben wir noch. Ja, wunderbar. Also vielleicht, wenn wir das zeittechnisch hinbekommen, kriegen wir jetzt den Rest von der Mission auch noch fertig. Ich hoffe es mal. Das Problem ist so, wir müssen jetzt erstmal komplett außen rumlaufen, weil wir hier so keinen weiteren Eingang in die Festung haben. Also machen wir das. Was soll's. Aber ist ja Gott sei Dank... Ist ja Gott sei Dank gleich hier um die Ecke. Alter, was ist denn los? So, ja, also diese... Ja, ja, ich weiß. Identifizieren Sondererinnerungen. Ja, ja. Und wenn, wollen wir ja diese Sondererinnerung auch noch abschließen. So. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Ach, wie schön. Checo Matt. Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Alles klar. Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft... Warte mal, wenn ich jetzt in... Ja. Toll. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Mhm. Ich habe auch Accessoires, um eure Händler. So. Nerv mich nicht, ey. Lass mich nicht nerven, du Penner. Ich habe mit dem Rüstungsheini hier schon genug zu tun.
wird das nochmal was? Kannst du nicht einmal ins Wasser stürzen und gut ist? Meine Fresse, ey. Ja, du mich auch. Ich furz gleich mit. Reisende, Banditen wurden an der Kreuzung nach Bologna gesichtet. Es wird vermutet, dass es sich um arbeitslose Lakaien aus der Kaskonia handelt. Keine Ahnung, wo ihr mich schon mal gesehen habt. Ihr kriegt erstmal eins auf eine Schnauze hier. Und diesen, ja, natürlich! Hey! Tempo, ich verliere! So. Dort ist er! Packt ihn! Nun lauf! An uns, wie lange kannst du weiterlaufen? Lachu, da ist er! Auf ihn! Ja, mich lauf doch weiter! Nun los! Ach komm. Oh, steck den. Ja, super. Mhm. Arschloch, du! Kleine Drecksau! So. Warte mal. Kommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagellanten vom Monte Poggiolo ihre Seelen beschmutzt, indem sie sich weigerten, seiner Heiligkeit dem Papst, den ihm zustehenden Zehnten, ihre Einnahmen zu zahlen. Ja, toll, markieren kann ich ja aber auch nicht. Och, das ist doch nicht wahr. Ja, schön. Das Ding kann man so gar nicht benutzen. Toll, super. Da kommt ja Freude auf. Oh, Timer, halt die Schnauze, ich bin hier am Arbeiten. Mach die Klappe zu. So. Nein, du hast mich nicht gesehen. Ja, super. Bleibst du da jetzt stehen und wartest, bis Thorsten wieder zurück ist, oder was? So, meine Fresse. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Was? Ach du Scheiße.
Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Was zum Teufel? Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sieh, ich erinnere mich. Wartet, da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sieh, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes. Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht. Und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Abgesagt werden! Check und Matt synchronisiert. Ja, schön. So. Aber jetzt eine neue Mission haben wir jetzt hier. Ja, gut, das wäre jetzt hier noch das, diese Sondererinnerung. Aber die jetzt auch noch zu machen? Ah, ne, warte, hä? Oh Gott. Leute, ich mache erstmal einen Schnitt. Ich melde mich gleich wieder.